History, der Geschichte-Podcast von Profil. Guten Tag, Christa Zöchling begrüßt Sie. Und ich begrüße die Profil-Hörerinnen und Hörer zu unserem heutigen Podcast mit Emil Briegs, dem Leiter der Diplomatischen Akademie in Wien. Wir sprechen über ein sehr interessantes Thema. Warum gibt es in der österreichischen Gesellschaft, gerade auch in seinen Eliten, so viele Putin-Versteher? Gibt es da einen blinden Fleck, wo man nicht so genau hinschauen wollte, was sich in Russland wirklich abspielt? Und wo sind die Intellektuellen geblieben? Guten Tag, Herr Briegs. Guten Tag. Nein, ich bin eigentlich nicht überrascht. Es war vieles davon absehbar, wenn man die letzten Jahrzehnte sich angesehen hat. Die gesamte Regierung Putin ist ein Ergebnis dessen, dass die russische Elite offenbar aufgegeben hat, den Glauben an die Modernisierung der eigenen Gesellschaft und der eigenen Wirtschaft. Und sehr früh schon der Herrschaft Putin, und zwar schon Anfang der 2000er Jahre, sowohl nach dem Tschetschenienkrieg als auch nach dem, was in der Ukraine in der Orangen Revolution 2004 passiert ist, aber auch mit dem Zurückdrängen der Wirtschaftsoligarchen, ja auch Mitte der 2000er Jahre, offenbar die Entscheidung getroffen hat, es lässt sich nur mit einem Zurückdrehen des Rades der Geschichte, und zwar bis in die zaristische Zeit, so etwas wie eine stabile Herrschaft in Russland wieder aufbauen. Man könnte sagen, es war absehbar, dass Russland wieder ein Imperium errichten möchte. Wann glauben Sie, also wann würden Sie aus Ihrer Einschätzung sagen, dass das absehbar war? Also wann war diese Entwicklung so unumkehrbar? Also wann haben sich diese eurasischen Großmachtsfantasien wirklich quasi am Papier oder in Reden oder in Gesetzen gezeigt? Ja, die meisten Analytiker sagen, das war die Münchner Sicherheitskonferenz 2007 mit der berühmten Rede von Putin, mit all den Vorwürfen gegenüber dem Westen und der NATO. Ich würde das viel früher ansetzen. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das war angelegt in der frühen Überzeugung von Putin selber, dass dieses System nicht reformierbar ist in Richtung einer offenen Marktwirtschaft, ohne großen Staatseinfluss, mit Demokratie. Das ist passiert schon relativ rasch nach dem Ende der Jelzin-Herrschaft. Eben vielleicht war der letzte Zeitpunkt noch die Orange Revolution in der Ukraine, wo Putin festgestellt hat, mit Ausnahme von Belarus, wo der Einfluss durchgehend stark gewesen ist, gab es eigentlich keine Chance mehr, dieses neue Russland anders aufzubauen als durch eine ständige Expansion. Und zwar eine Expansion des Staates, eine Expansion der autoritären Herrschaft und auch eine Expansion des Territoriums. Mhm. Es hat ja dann auch nicht funktioniert, dieser Vorschlag, dass man eurasisch werden kann, dass man, wie es heißt, einen Pivot nach China schlagen kann. Das hat in Wirklichkeit auch nicht funktioniert. Bis heute ist letztlich... Es sprechen zwei Dinge wirklich dagegen. Das eine ist, dass Russland hier nur ein Knabe wäre, der vom Reich Chinas abhängig wird. Und auf der anderen Seite, dass überhaupt nicht die realen Voraussetzungen bestehen für eine enge Partnerschaft mit China. Wirtschaftlich nicht und politisch auch nicht, wie ich es sehe. Das heißt, Russland hat wahrgenommen, dass es eigentlich nur Richtung Europa expandieren kann. Dieses Expandieren hat man auf diese aggressive Art und Weise umgesetzt. Und dass man hier sogar die Grenze zum Krieg überschritten hat, das war vielleicht die einzige Überraschung auch, weil ich habe selbst in meinem Abschlussbericht, dass ich aus Russland weggegangen bin, geschrieben, dass das Beste, was wir uns erwarten können, ist friedliche Koexistenz. Und friedliche Koexistenz, wie Sie wissen, war ein Begriff aus dem Kalten Krieg. Wo es darum ging, dass man Abschreckung gegenseitig macht. Also keine sehr positive Entwicklung. Aber selbst das haben wir nicht geschafft. Selbst das hat Russland verhindert, dass es zur friedlichen Koexistenz gekommen ist oder geblieben ist zumindest dabei. Was haben Sie denn in diesen zwei Jahren in Moskau wahrgenommen? Ja, naja, das Erste, was ich wahrgenommen habe, und das hat mich schon sehr geprägt, ich habe die ersten Monate, ich bin im Jänner 2015 nach Moskau gekommen, die ersten Monate
im Hotel verbringen müssen, weil die Botschaft umgebaut wurde. Und mein Hotel lag direkt am Fluss an der Kremlmauer, auf der anderen Seite des Kreml. Und nach wenigen Wochen ist vor meinen Augen praktisch Boris Nemtsov, der einzige wirkliche Reformpolitiker, erschossen worden auf der Kremlmauer. Und ich lag vielleicht 200 Meter entfernt in meinem Hotelzimmer in dieser Nacht. Habe in der Früh das sofort erfahren und habe auch, aber auch dann gesehen, wie eine liberale Zivilgesellschaft zu protestieren begonnen hat, sofort Blumen hingelegt hat, sofort auf diese Brücke gegangen ist und wie damit umgegangen wurde. Auf der einen Seite wirkliche Repression und auf der anderen Seite alle Möglichkeiten, die die Propaganda so hat. Man hat sofort die Blumen entfernen lassen, man hat sofort erklärt, dass all die Überwachungskameras nicht funktioniert haben in dieser Nacht. Und man hat sofort erklärt, dass das vielleicht irgendwelche tschetschenischen Auftragsmörder gewesen seien. Also die ganze Maschinerie habe ich gleich in den ersten Wochen erlebt. Und ich bin dann selber auch zu der Aufbahrung von Boris Nemtsov gegangen mit anderen Botschaftern von EU-Staaten. Und man hat schon gemerkt, das war vermutlich mehr an FSB-Beamten und Geheimdienstleuten dort und Polizisten dort, als man andere zugelassen hat. Das war sehr stark zu erleben. Meine Zeit dort war noch die Zeit, als Sebastian Kurz Außenminister war. Und die schwarz-blaue Regierung, türkis-blaue Regierung ist dann erst ja im Herbst 2017 gewählt worden. Und unter Sebastian Kurz war es so, dass es schon ganz klar diesen Versuch gab, mit diesen besonderen Beziehungen, die zwischen Russland und Österreich seit langem bestehen, auch wirtschaftlich Profit zu machen. Das war ganz eindeutig. Kurz ist auch regelmäßig nach Moskau gekommen. Man hat sich auch geschmeichelt gefühlt, offenbar in der österreichischen Politik, von diesem besonderen Verständnis. Und man hat wenig einzuwenden gehabt gegen diesen Vorwurf, dass Österreich ein Land der Putin-Versteher sei. Das ist sehr früh schon irgendwie akzeptiert worden. Und ich hatte den Eindruck, dazu zählte auch die Geschichte, dass dieser lange Vertrag zwischen Gazprom und OMV bestehend, 50 Jahre lang, hatten wir dann 2018 in Wien gefeiert, was übrigens das letzte Mal war, dass ich Putin persönlich getroffen habe, als er in Wien gewesen ist, im Sommer 2018. Ja. Da hat man schon gemerkt, dass hier Abhängigkeiten sehr stark vorhanden sind und dass es aber kaum eine Sorge gab davor, dass diese Abhängigkeiten dann irgendwann auch sich zu einem Problem ausweiten könnten. Also auch zu einem Problem für die österreichische Außenpolitik. Ich habe natürlich von meinen Kollegen damals schon in Moskau, von den anderen Botschaftern der EU-Staaten, Kritik gehört am österreichischen Kurs. Und man hat uns auf die Seite jener gestellt, so wie die Zypern, Zyprioten und die Griechen, die so nicht ganz vertrauenswürdig sind, was die Solidarität der Europäischen Union etwa im Sanktionsbereich betrifft. Und Österreich hat in der Zeit ja dann auch für ein Jahr den OECD-Vorsitz gehabt. Und da hat auch Sebastian Kurz dann schon, glaube ich, als Bundeskanzler ja auch gesagt, wenn es positive Entwicklungen in der Ukraine geben sollte im Konflikt, dann sollte man auch die Sanktionen schrittweise aufheben. Also das war irgendwie relativ klar, dass Österreich hier ein unsicherer Kantonist auch geworden ist. Aber ich glaube, der Hintergrund ist ein viel längerer als nur diese letzten Jahre, sondern dahinter steht diese ganze Geschichte, dass zwischen Österreich und Russland, wenn Sie so wollen, seit dem Herberstein, der im 16. Jahrhundert die diplomatischen Beziehungen aufgenommen hat, so etwas wie das Gefühl einer Sonderbeziehung auf beiden Seiten besteht. Putin und seine Leute haben auf ganz verschiedenen Ebenen Charme, Geld, Gas, die Finanzierung von Thinktanks, Konferenzen mit Pomp und Trara bei Staatsbesuchen der österreichische Gesellschaft, Politik und Wirtschaft offenbar sehr günstig gestimmt. Es wird auch berichtet, der russische Außenminister Lavrov habe in einer OSZE-Krisensituation im Jahr 2017 den damaligen Außenminister
Sebastian Kurz, der den Vorsitz führte, gönnerhaft zur Seite genommen und gesagt, ich helfe dir aus der Patsche. So etwas beeindruckt natürlich. Ein unerfahrener Politiker kann glauben, das sei ein gewogener Kollege. Und der Kanzler Kurz hat sich Österreich dann später bei Protesten gegen Putin ja auch sehr zurückgehalten. Ja, selbstverständlich hat Russland sehr genau immer, und das ist ja die Qualität der russischen Diplomatie, gewusst, wo die Angriffspunkte in Österreich sind, wo die Schmeicheleien funktionieren, wo auch die Schwächen Österreichs sind, wo man hier Österreich eine Rolle zuschreiben kann, auch wenn man weiß, dass Österreich nicht die Haltung der Europäischen Union verändern kann. Das also war und ist Lavrov sicher der beste Außenminister, den sich Russland vorstellen konnte. Aber das Ganze hat tatsächlich eine lange Geschichte, und diese Geschichte hängt schon damit zusammen, dass wir es ja hier mit Österreich und Russland mit zwei Ländern mit postimperialen Komplexen zu tun haben. Sehr unterschiedlich postimperialen Komplexen. Die Geschichte, die ich immer in Moskau erlebt habe und die bis in die Gegenwart in Russland eine Rolle spielt, ist die Erinnerung an den Wiener Kongress. Der Wiener Kongress war ein Kongress von 5 Großmächten, einer davon das zaristische Russland, auch ein anderer das habsburgische Österreich, die sich die Welt aufgeteilt haben und die eine stabile Ordnung aus ihrer Sicht für 100 Jahre hergestellt haben. Und das ist ganz sichtlich das Modell, das auch Putin und dem Kreml vorschwebt. Sie nennen es multipolare Weltordnung. Russland ist einer dieser Pole, und das soll möglichst stabil und nach Einflusssphären geführt werden. Das heißt, es ist ein klarer imperialer Anspruch. Und da braucht man Verbündete, und einer der Verbündeten, um innerhalb der Europäischen Union erfolgreich zu sein, ist aus russischer Sicht eben Österreich. Wir sind in der Hinsicht für Russland wichtiger als etwa Griechenland und Zypern, die aus wirtschaftlichen Gründen auch eine sehr pro-russische Haltung ja oft einnehmen. Aber im Falle Österreichs ist eben diese Erinnerung an den Wiener Kongress, auch an die Rolle Österreichs vor dem Ersten Weltkrieg, aber auch die Tatsache, dass Österreich auch mit der Sowjetunion gute Beziehungen hatten, dass wir über die verstaatlichte Industrie. Ja. Über die verstaatlichte Industrie, dass es sowas auch gab, wie sozusagen durchaus eine Bereitschaft nach dem Zweiten Weltkrieg auch mit Stalin eng zusammenarbeiten, ganz eindeutig. Ich habe mir selber in Moskau das Museum gegeben, wo alle Geschenke, die Stalin bekommen hat, von ausländischen Staatsmännern und von ausländischen Delegationen angesehen, und habe gebeten, dass man mir alles zeigt, was aus Österreich an Geschenken an Stalin gegeben wurde. Und das war unglaublich, wie positiv und wie freundlich, was da ein Kunsthandwerk von Gewerkschaftsverbänden von Knittelfeld bis Hall in Tirol gegeben wurden. Und natürlich auch von der staatlichen Industrie ständig. Also hier gab es ganz sichtlich ein enges Verhältnis. Und denken Sie nur dran, in Wien ist der einzige Ort, wo es im Westen Europas nach wie vor ein Bildnis von Stalin gibt. In der Schönbrunner Straße, dort, wo er vor dem Ersten Weltkrieg kurz gewohnt hat, da gibt es bis heute eine Wüste, die an diesem Besuch von Stalin und seine Untersuchung des österreichischen Nationalitätenproblems erinnert. Es ist zwar jetzt ein Erklärungstext dazugestellt worden, aber immerhin, es gibt's noch. Übrigens interessanterweise, jene, die im Wiener Gemeinderat immer dagegen protestiert haben, dass die Stalin-Büste dort bleibt, war die FPÖ. Was nicht in das sonstige gute Verhältnis passt, aber es war eben diese antikommunistische Tradition, auch eine antibolschewistische Tradition, offenbar, die in der FPÖ damals da noch erholig spielt hat. Also das ist ein ganz klares Sonderverhältnis. Österreich war auch zum Beispiel einer der ersten, die in der Sowjetunion ein Gebäude bekommen haben für eine österreichische Botschaft. Das wir heute übrigens als Botschaft führen und das inzwischen auch im Grundbuch eingetragen, Österreich gehört. Und das war schon 1922, und zwar ziemlich nahe an der Macht. Also von der Botschaft, wo ich war, war es mit dem Auto 5 Minuten in den Kreml. Und ich habe in meinem Arbeitszimmer, und das ist immer noch der österreichische Botschafter, auf die Erlöserkathedrale gesehen.
Also wir haben so einen Platz nahe der Macht tatsächlich auch physisch in Moskau bekommen. Und denken Sie etwa auch daran, dass der bis vor kurzem zweite Mann der russisch-orthodoxen Kirche, der Hilario, dass der vorher Bischof in Wien gewesen ist, bevor er diesen Job in Moskau bekommen hat. Übrigens hat ihn jetzt sein Patriarch nach Budapest geschickt, wo man nicht weiß, was das passt bedeutet. Ja, ganz gut, oder? Aber es passt ganz gut in die Geschichte hinein. Aber er war lange in Wien und ich habe ihn öfters auch als Botschafter besucht und hatte immer den Eindruck, er hat so auch so ein Sonderverhältnis zu Österreich, hat mir übrigens erzählt, was natürlich hier auch eine Rolle spielt, die Demokratie hat deshalb in Russland keine Chance, weil man diese wilden Jahre der 90er Privatisierung unter Jelzin erlebt hat und seither sei also überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung gegen die Demokratie im westlichen Muster. Ist ein russisches Narrativ, dass das sehr stark gepflegt wird. Und da trifft sich schon ein bisschen was in Österreich und in Russland, auch bei den, wenn Sie so wollen, beim intellektuellen Leben, diese Sehnsucht nach Stabilität, die Sehnsucht nach Autorität, die Angst vor Veränderungen, die Vorstellung, dass man irgendwie immer noch größer ist, als man eigentlich tatsächlich ist, das merkt man ja auch. Und das spielt keine Rolle in der österreichischen Außenpolitik. Da ist es nicht vorhanden. Da ist sehr viel Pragmatismus und sehr viel Orientierung an wie unterstützen wir am besten die österreichische Wirtschaft. Aber in der generellen Haltung, auch von österreichischen Intellektuellen, ist das selbstverständlich da. Also da der Unterschied zu anderen Positionen in Westeuropa, aber auch sogar in der Schweiz, was dort Intellektuelle über die Weltpolitik zu sagen haben, ist einfach ganz anders als bei uns. Die meisten unserer Intellektuellen sind, ich würde sagen, so Rokoko-Intellektuelle, die sich Pirouetten am eigenen Platz drehen und halt dann sich noch einmal darüber beschweren, dass wir den Waldherrn nicht früher verurteilt haben oder dass wir irgendwie nicht verstanden haben, unsere Nazi-Vergangenheit aufzuarbeiten. Alles wichtige Fragen oder auch, dass wir halt am Heldenplatz unsere Lichter mehr machen. Aber geopolitische Fragen spielen da keine Rolle. Das ist mir aber aufgefallen. Also als Putin 2018 hier war und als der 50 Jahre Gazprom-Vertrag, Liefervertrag gefeiert wurde, die Krim war schon besetzt und auch in der Ostukraine waren die Russen kriegsmäßig aktiv. Da hat Putin gesagt, Österreich und Russland sind die größten Kulturnationen der Welt. Also es war ein vergiftetes Lob für Österreich, würde ich sagen. Ja. Und ein paar Jahre zuvor, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau in welchem Jahr, aber es ist mir aufgefallen, weil ich extra nach intellektuellen Stimmen gesucht habe, zum Beispiel Glücksmann oder Lévy in Frankreich, die beiden Philosophen, die haben gewarnt vor Putin, die haben vor diesem Despotismus, vor diesem autoritären System, vor der Abschaffung der Demokratie, vor der Verfolgung von Oppositionellen, ihre Tötung etc. etc. Also die haben wirklich ganz, ganz scharfe Worte verwendet und haben sich mehrmals zu Wort gemeldet dazu. Und dann habe ich mir gedacht, in Österreich ist mir keine einzige Stimme in Erinnerung. Ja, da haben Sie völlig recht. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass wir uns sehr stark auf die Nachbarländer konzentriert haben, mit dem auch, wie wir umgehen. Wir haben uns auf die Wiederentdeckung Mitteleuropas konzentriert, die Öffnung des Eisernen Vorhangs, die Integration der Balkanstaaten. Da haben Sie jede Menge von Stimmen, die sich darum bemühen. Aber das, was diese Mitteleuropäer immer gemacht haben, dass sie gewarnt haben vor dem autoritären Putin-Regime, das anschließt an das, was in der Sowjetunion passiert ist, das ist bei uns nicht wahrgenommen worden. Das ist völlig ausgeblendet. Ja. Ich habe schon den Eindruck, das ist eine Art klassische Verdrängung. Verdrängung des Problems. Ich habe öfters den Leuten gesagt, lest doch diesen berühmten Artikel von Milan Kundera, die Tragödie Mitteleuropas noch einmal. Das hat er 83 geschrieben. Und darin schreibt er die Geschichte eines
ungarischen Journalisten, der 1956 umgekommen ist und gesagt hat, ja, Europa verteidigt uns nicht mehr. Wir verteidigen die Werte Europas, aber Europa verteidigt seine eigenen Werte nicht mehr. Und gegenüber Russland, gegenüber diesem autoritären System in Russland. Da ist schon was dran, dass hier die, wenn man jetzt an ähnliche Diskussionen in der Ukraine sieht, wenn in der Ukraine gesagt wird, wir verteidigen nicht nur uns, sondern auch Europa, dann hat das zwar unmittelbar emotional sehr viel Unterstützung gefunden, aber wenn Sie bei den intellektuellen Stimmen hören, auch in Deutschland und Österreich, dann haben Sie hier sehr Unterschiedliches. Und natürlich, die sogenannten Putin-Versteher sind jetzt im Untergrund im Moment. Aber sie sind nicht verschwunden. Die sind, ich würde sie als Schläfer bezeichnen, ein bisschen. Ich habe lange nichts mehr von Herrn Leitl gehört oder von der Frau Klestil-Löffler oder vom Herrn Matznetter oder auch vom Josef Zapp oder von Walter Schwimmer, der früher immer auch hier so versucht hat, Brücken zu bauen. Jetzt sage ich ja mal intellektuelle Brücken, die von Russland sehr wohlwollend finanziell auch unterstützt wurden. Die sind alle ruhig. Die gibt es im Moment nicht, aber sie sind nicht verschwunden, fürchte ich. Und sie warten darauf, dass in der Zeit nach dem Krieg da hier wieder eine allenfalls auch spezielle Rolle eingenommen werden kann. Und ich denke, das ist schon ein Problem für die österreichische Position in Europa, aber das ist auch ein Problem für die österreichische Außenpolitik. Ich meine, ich bin froh, dass in den letzten Monaten alle österreichischen Ex-Politiker, die in Aufsichtsräten waren, inzwischen zurückgetreten sind oder vorübergehend zurückgetreten sind. So genau weiß man das nicht. Aber denken Sie, die ehemalige Außenministerin, die steht offenbar immer noch im Sold von russischen Staatsmedien. Ja, ich meine, die Frau Kneißl. Ja. Frau Kneißl, die erklärt hat, sie wird von Österreich verfolgt und musste deshalb emigrieren. Und sie schreibt immer noch fleißig daran, der Geschichte, dass das alles ja völkerrechtlich in Ordnung gewesen sei, was da passiert ist, und dass man auch verstehen müsse, dass Russland sich eingekreist gefühlt hat, also diese NATO-Geschichte, die es da gibt. Und das glaube ich, hat schon damit zu tun mit zwei Illusionen, die wir uns aufgebaut haben. Das eine, dass wir die Brücke zwischen Ost und West sein. Ich selbst halte das für eine im Prinzip gute Idee, hier dazwischen vermitteln zu können. Nur was ist die Folge gewesen? Die Folge davon ist, dass wir im Westen als unsicherer Kantonist empfunden werden und dass wir im Osten als ein mögliches Einfallstor zur Änderung der europäischen Positionen im Sinne von Russland gesehen werden. Und das Zweite, was da auch in Österreich, glaube ich, eine starke Rolle spielt, wir haben einen ausgeprägten Anti-Amerikanismus im Untergrund. Mhm. Nach wie vor. Und der wird befeuert von links und rechts. Von rechts, das ist die klassische Geschichte, wie die Nationalsozialisten zu sagen, das ist der barbarische, kulturlose Amerikanismus, der quasi der Jazzmusiker, der schwarzen Jazzmusiker, und die müssen abgelehnt werden. Und von links ist es halt der Kapitalismus, der hier sozusagen hier zum amerikanischen Vorbild genommen wird. Und in Österreich ist das immer noch sehr präsent. Sehr präsent, wird kaum darüber gesprochen. Aber spielt hier auch eine Rolle. Und auch da kann Russland anknüpfen. Das autoritäre, stabile, geordnete Russland, das man Putin zuschreibt, dass er zumindest für Ordnung sorgen kann, für Stabilität sorgen kann. Und da ist die österreichische Geisteswelt in einer, glaube ich, sehr, sehr unangenehmen Situation, aus der uns leider auch die Intellektuellen relativ wenig herausgeführt haben in letzter Zeit. Von der Politik ist es nicht zu erwarten. Die Politik muss pragmatisch vorgehen, denke ich hier. Aber im Geistesleben Österreichs würde ich mir da ein bisschen mehr wünschen. Herr Briggs, Sie kommen aus einer Tradition in der ÖVP, die sich um die Dissidenten im Ostblock gekümmert haben. Stichwort Erhard Buzek, der leider verstorben ist vor kurzem. Und ich frage mich schon, warum diese Tradition in der ÖVP, also die SPÖ hat das ja nie gemacht, die ist immer auf Regierungsebene, von Regierung zu Regierung war da der Kontakt in den Ostblockländern.
Aber warum ist diese Tradition in der ÖVP eigentlich abgebrochen? Es fällt auf, dass besonders Wolfgang Schüssel sehr Putin-affin war, also in den Jahren 2000, 2001 und dann danach. Warum glauben Sie, ist diese Tradition in der ÖVP nicht weitergegangen? Weil Opposition gab es in Russland ja doch und die hätte auch Unterstützung verdient. Ja, da haben Sie völlig recht. In den 80er Jahren war es schon so, dass die ÖVP mit den Dissidenten den Kontakt gehabt hat, während die SPÖ die Regierungschefs hofiert hat. Das leugnet zwar bis heute Franz Vranitzky in der Diskussion, aber es war einfach so. Und auf der ÖVP-Seite war es erstaunlich, dass es da beide Strömungen, die es schon damals gegeben hat, also die Konservativen und die Liberalen, dafür waren. Die Konservativen aus einem christlich-sozialen Ansatz heraus, die Christgewerkschafter zum Beispiel, waren sehr aktiv, ja. Und die Liberalen aus dem Ansatz, ja, wir brauchen Demokratie, es gibt eine Chance, mit der Zivilgesellschaft zu arbeiten. Nach 1989, 90 war nur die Situation eine ganz andere, weil da ging es ja dann plötzlich darum, wie kann man wirklich Demokratieinstitutionen stärken, wie kann man Marktwirtschaft einführen. Das waren viel pragmatischere Dinge. Und in diesen pragmatischen Dingen war alles darauf konzentriert, eigentlich hier auf staatlicher Ebene zusammenzuarbeiten. Es war nicht mehr so wichtig, die ehemaligen Dissidenten sind in den Regierungen gesessen und sind zum Teil plötzlich aber selbst nicht mehr unbedingt so demokratisch geworden. Ich denke an den Václav Klaus, der ja dann doch zu einem Problem geworden ist. Ja, der sich den europäischen Rechten eigentlich total angebiedert hat. Genau, daher war das irgendwie nicht mehr so das, was wirklich notwendig war. Und dazu kommt dann noch, dass, und Sie haben es ja schon erwähnt, dass mit Wolfgang Schüssel dann jemand sagt, die ÖVP Macht übernommen hat, zuerst in der Partei und dann auch in der Regierungsverantwortung, der mit solchen Diskussionen wenig anfangen konnte, der vor allem daran interessiert war, Machtpolitik mit wirtschaftlichen Methoden umzusetzen. Das hat er recht erfolgreich gemacht, zuerst bei der Übernahme der Partei und dann auch in seiner Koalition, die er 2000 aus dem Hut gezaubert hat. Und da war kein Platz mehr in der ÖVP sozusagen für andere Stimmen. Das wurde wirklich an den Rand gedrängt. Das ist eigentlich wirklich dann auch der Wendepunkt gewesen in der österreichischen Russlandpolitik in Richtung auf, wir arbeiten mit dem dortigen Regime möglichst eng zusammen, weil das bringt uns wirtschaftliche Vorteile und schafft uns auch die Möglichkeit, eine Rolle zu spielen, die größer ist, als wir sonst das gerne in Österreich spielen könnten. Also da muss man schon dem Wolfgang Schüssel eine gewisse Verantwortung zuschreiben. Und ich glaube, es ist ihm auch bewusst, das war ein bewusster Schritt, es ist nicht passiert, diese Hinwendung zu Putin. Und was natürlich da entgegenkam, waren ja eben so Narrative wie Russland und Österreich sind große Kulturnationen. Putin hat Skifahren angeblich in Niederösterreich gelernt. Es ist für unseren Tourismus gut. Wir haben mitgebaut die Infrastruktur bei den Olympischen Spielen in Sotschi. Also da gab's viele, scheinbar für beide Seiten positive Möglichkeiten der Kooperation. Und da hat man sich sehr aneinander geschmiegt. Eine ganz letzte Frage, also eine sogenannte vorletzte Frage, die betrifft auch etwas Geschichtliches, aber da waren Sie auch daran beteiligt. Ich habe durch Zufall bei der Recherche ein Buch in der Diplomatischen Akademie gefunden mit dem Titel Russland und Europa. Und es ist mehr oder weniger ein Band der Referate, die auf einem Symposium gehalten worden sind im Dezember 1998. Also Putin stand quasi vor der Tür, wenige Monate bevor er zum Präsidenten dann auch wirklich bestellt wurde.
Der Titel, der Untertitel lautet Suche nach Identitäten und das Ganze war organisiert von der österreichischen Botschaft in Moskau mit russischen Wissenschaftlern, Historikern, Kirchenleuten, Intellektuellen, auch auf österreichischer Seite. Und was mir aufgefallen ist, ist, es wurde auf sehr hohem Niveau über Identität, Europa, Grenzen, Essentialismus, was ist die russische Seele, Menschenrechte, Kant, Hegel etc. diskutiert. Aber Dinge wie zum Beispiel Tschetschenienkrieg, Kriminalität in den Jelzin-Jahren, wilde Privatisierungen, Oligarchen, das kam nur ein-, zweimal nebenbei vor aus Zurufen oder Fragen aus dem Publikum. Ja. Also es war eigentlich eine Diskussion, also dieser ganze Protokollband ist, als ob man irgendwo wirklich in einem Elfenbeinturm säße und als ob man die Wirklichkeit nicht sehen könnte oder wollte. Und jetzt, Sie waren damals dabei, Sie haben auch ein Referat gehalten. Erinnern Sie sich an diese Stimmung? Also wie haben Sie das damals wahrgenommen? Ja, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich einen einleitenden Beitrag dazu verfasst, zu dieser Geschichte, den ich aber stärker sozusagen als Leiter der Kultursektion. Ja, also für Sie waren damals Leiter der Kultursektion im Außenministerium, richtig. Und da habe ich es als meine Aufgabe gesehen, sagen hier aus diesen kulturellen Brücken, die bestehen, möglichst viel am Positiven herauszunehmen. Und nicht als meine Aufgabe, nun hier einen Befund über die russische Wirklichkeit jenseits der Kultur darzustellen, muss ich einschränkend sagen und muss jetzt in der Verteidigung irgendwie sagen, wo Sie natürlich völlig recht haben, ist, dass man Ende der 90er Jahre schon das eine oder andere sehr deutlich erkennen musste. Was man nicht gewusst hat, ist, dass mit Putin nachher ein völlig anderes System etabliert wird. Also es war Ende der 90er Jahre schon noch eine gewisse Chance, dass dieser Weg der Demokratie gegangen wird. Und ich glaube, da ist keine falsche Illusion gewesen, sondern da gab es tatsächlich noch die Chance, das zu tun auch. Was wir in Europa vielleicht zu wenig erkannt haben, ist, wie tief dieses Versagen der neuen demokratischen Strukturen in Russland in den 90er Jahren gewesen ist. Wie groß das Entsetzen über diese Form der Privatisierung und der Bereicherung gewesen ist. Wie groß der Einschnitt auch im Lebensstandard der Menschen gewesen ist in diesen 90er Jahren. Wie groß die Enttäuschung gegenüber dieser neuen Zeit in den 90er Jahren plötzlich in Russland gewesen ist. Das wurde in Europa zu wenig wahrgenommen. Vielleicht auch deshalb, weil man tatsächlich glaubt, da ist das Ende der Geschichte nach Francis Fukuyama gekommen und es wird nun einfach eine Ausbreitung der liberalen, marktwirtschaftlichen Strukturen kommen über die ganze Welt und Russland ist eben groß und wird seine Zeit brauchen dafür. Das mag schon sein, aber das ist dann eine Illusion, die nicht nur in Österreich vorhanden war, sondern die eigentlich überall im Westen vorhanden gewesen ist. Und das ist dann erst wirklich unter Putin verwendet worden, auch diese Vorstellungen für diese Entwicklung einer neuen russischen Welt, die eben anders aufgebaut ist, die, wenn Sie so wollen, als illiberale Demokratie angesetzt ist. Und der Vorwurf, glaube ich, den man auch gegenüber Österreich machen kann, ist ein zweifacher. Das eine ist, im intellektuellen Leben ist es gar nicht wahrgenommen worden und im politischen Leben ist es benutzt worden für offensichtliche wirtschaftliche Vorteile. Da kann man sagen, wer kein billiges Gas nimmt, wäre dumm gewesen jener Zeit. Aber tatsächlich, dass man zu einem sehenden Auge in so deutliche Abhängigkeiten geht. Und das ist ja auch nach der Krim-Besetzung noch weitergegangen. Der erste westliche Staatsmann, der in Moskau war, war der damalige Bundespräsident Fischer. Die zwei einzigen Regierungschefs, die nach St. Petersburg zum Wirtschaftsforum eingeladen wurden nach den Sanktionen, um mit Putin auf der Bühne zu sitzen, war zuerst Kern
und dann kurz. Das heißt, oder auf das Beispiel, dass Rainer Seele zum ja, Generaldirektor der OMV gemacht trotz hat. Trotz geheimdienstlicher Warnungen. Trotz diverser Warnungen, dass hier sehr enge Abhängigkeiten bestehen, die ich selber erlebt habe, auch in meiner Zeit als Botschafter. Dieses enge Verhältnis zum Gazprom-Chef Miller, das enge Verhältnis zum Vizeregierungschef, damaligen, glaube ich, Energieminister Kossak, aber auch das Verhältnis mit Putin selber, dass man da nicht gesagt hat, das ist eine gefährliche Situation, das muss man der Politik, glaube ich, vorwerfen. Und weniger die Tatsache, dass man Ende der 90er Jahre nicht erkennen wollte oder konnte. Ja. Ja, Herr Briggs, ich sage herzlichen Dank. Gerne. Ich verabschiede mich jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern und sage wirklich herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wiederhören.